Christen in mehr als 100 Ländern werden sich am 12. November am Gebetstag für verfolgte Christen beteiligen. Die weltweite Evangelische Allianz ruft dazu auf, Gott an diesem Tag vor allem im Gottesdienst um Beistand für bedrängte Glaubensgeschwister zu bitten. Betroffen sind mehr als 100 Millionen Christen, vor allem in islamischen und kommunistischen Staaten. In einem Sonderheft der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA zum Thema Christenverfolgung schreibt der Generalbischof der koptisch-orthodoxen Kirche für Deutschland, Anbar Damian: Weltweit werden jeden Tag Christen verfolgt, schikaniert und wegen ihres Glaubens bedrängt. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Freiheit hier in Deutschland nutzen, um immer wieder auf ihr Leid aufmerksam zu machen und für sie zu beten. Christen sollten mehr vom Heiligen Geist erwarten, denn er ist der Spezialist für Wunder. Diese Ansicht äußerte der Leiter des Zentrums Mission in der Region der Evangelischen Kirche in Deutschland, Hans-Hermann Pompe, beim Tag missionarischer Impulse im mecklenburgischen Güstrow. Der Heilige Geist werde aber nur dann wirken, wenn man ihn auch darum bitte. Impulse des Geistes sind meist ungeregelt, unvorhergesehen, verlangen von uns Neugier, Offenheit und Mut. Pompe betonte, dass Gott großzügig ist und neue Glaubenserfahrungen schenken will. Gottes Geist kann aus unseren gut gemeinten Versuchen, sogar aus unseren Sackgassen oder Katastrophen, etwas Gutes machen. Erhard Ulrich, leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, kurz VELKD, eröffnete am 9. November die vierte Tagung der Generalsynode in Bonn. Die VELKD ist ein Zusammenschluss von 7 Landeskirchen. Sie repräsentiert rund 9,5 Millionen Gemeindeglieder. Sehen Sie einen Kommentar von ihm, warum es innerhalb der IKD eine eigene Vereinigte Lutherische Kirche gibt. Ein Kennzeichen des Protestantismus in Deutschland seit der Reformation ist die Vielfalt der Formen, in der sich die evangelischen Kirchen der Reformation zeigen. Die lutherischen Kirchen und dazu auch die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche in Deutschland zeigt und bewahrt die besondere Bekenntnisbindung der lutherischen Kirchen, zeigt und bewahrt ihre tiefe Verwurzelung in der Ökumene als Teil des lutherischen Weltbundes, Dialogpartner mit der römisch-katholischen Kirche. Die besondere Einigkeit im Blick auf die agendarischen Formen unseres gottesdienstlichen Lebens, die Pädagogik, die Gemeindepädagogik, die Seelsorge, die Nähe zu den Gemeinden, das alles bringt eine VELKD, eine Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche, in die eine EKD ein.